Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wuhu! Da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Und in der letzten Folge haben wir Garbas oder Barash oder ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, geklärt. Und jetzt haben wir auch endlich wieder die Mission zur Auswahl. Und ich kann auch wieder rausscrollen, hoffentlich. Nee, rausscrollen ging trotzdem nicht weiter, okay. Ne? Aufgeblasene Bastarde, aktivieren. So, so jetzt sehen wir einmal um den so rum und geben uns auf den Weg zu denen. Und wir haben momentan ganz schön Glück, was das so Kapern angeht. Abgesehen von dem kleinen Zwischenfall mit den beiden Großkampfschiffen, die uns entgegengekommen sind, sind wir doch recht gut vertreten. Ja, du hast gesehen, schon gemerkt, dass du angegriffen wirst. Und hast es auch gemerkt und das war gemacht. Das war's anscheinend auch schon. Hat er irgendwas Wichtiges dabei gehabt? Rum. Ich glaube, den Rum nehme ich mal. Siehst du, wir müssen das auch mal verkaufen dann wieder. Das wäre vielleicht mal eine Option. Wir haben bestimmt so viel Rum schon gekauft. Viren und Fahrt aufnehmen. Dass wir ordentlich Kohle damit machen könnten. Und den Mörser. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Mörser ist mir sowas wie fertig aufgebaut. Schade eigentlich. Das waren 12.000 durch den Klappen gegangen sind, dadurch, dass Hügel so viel abgeschnürt ist. Das wird man jetzt für 12.000 bekommen. Aber man kann halt nicht alles verlieren. Vor eine Ziele. Ich frag mich, wieso der nie. Haltet mein Schild sauber! Verstanden! Auf euren, wenn sie kommt, fickt sie in den Tod! So, runter, runter und tja! Das wird lustig jetzt, ne? Aber halt, was das? Ich mach Heilfutter aus dir! Da stehen ganz viele meiner Leute, aber da kriegen wir jetzt. Oh, okay. Retten, 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 retten! Rette mich! Wow, Alter. Retten, nicht sterben. Jawohl. Ich glaube, ich habe ihn gerettet. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Nachdem ich da meine eigenen Leute umgebracht habe, habe ich ihn einfach mal gerettet. Hey, ich bin so ein toller Captain. Was töte ich meine Leute, dann rette ich sie. Was für ein Held. Ja, los, komm hier. 50 rum, 15 Zucker, 4 schwere Kugeln, 2 Mörser. Yeah, Jack der Reparier brauchen wir nicht. Campbase Flotte aufnehmen. So, die Campbase Flotte soll eigentlich auch bald voll sein. Wir werden auf jeden Fall alles abfracken, egal, alles was wir gerade holen, werden wir abfracken. Das sind keine Schiffe, die ich haben möchte. Ich hoffe nur, jetzt kommt kein Superschiff, weil dadurch, dass wir halt momentan... Was bist du? Flatsch, da fliegt es. Der Bekanntheitsgrad wurde erhöht, sie haben Bekanntheitsgrad 2. Erwartet Befehle! Bereit zu feiern, Sir! Erwartet, also erhofft. Schoner, ich hoffe darauf, dass die diesmal nicht zu zweit kommen. Das wäre äußerst cool. Dann könnte ich sie nämlich ordentlich mal kreatieren. Und jetzt gehen wir ganz kurz runter. Weitermachen. Gehen wir ganz kurz runter. Wir haben ja echt viel gesammelt jetzt mittlerweile. Und schauen mal ganz kurz hier in das Menü, was wir denn kaufen können, so feines. So, hallo, verkaufen. Fracht verkaufen. Wir haben Zucker gesammelt ohne Ende. Na gut, 2300 ist sowieso die Welt. Wir haben Rum gesammelt ohne Ende. Ah, das sieht schon besser aus, 3500. Wir haben Stoff, Metall und Holz. Okay. Kaufen. Jektor Upgrades. Breitseitenkanonen könnten wir, Jagdkanonen könnten wir, Stärke des Rammsporns könnten wir, da wie viel Ramm wäre das vielleicht sogar sehr intelligent, der Mörser können wir doch nochmal, jawoll, den hole ich mir, flupp, ich muss sogar noch zweimal bestätigen, Mörser gekauft und dann schauen wir mal, was wir noch machen können hier, sieht nicht so aus, okay, wir können nichts mehr machen. Ja, verdammt viel Holz und so. Ich glaube, ich verkaufe mal ein bisschen Holz. Vielleicht bringt das ja was. Quatsch. Verkaufen.
Fracht verkaufen, Stoff kann man auch was verkaufen. Ich verkaufe mal 300. Ich verkaufe mal 400. Auswählen, so. Irgendwie haben wir... Warnung, diese Fracht wird... Ja, passt schon. Bestätigen. 2000 Stoff verkauft, 200 Stoff verkauft. 400 meine ich. Und jetzt verkaufen wir noch 400 davon. So, bestätigen. Ja, wird verkauft. So, da haben wir auch das geschafft. Und haben wieder 5000. Jetzt können wir vielleicht sogar noch was kaufen für die Jackdaw. Nee, reicht trotzdem nicht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen. Schade, dass man, obwohl das ja auch langweilig, wenn man sich das Eisen kaufen könnte. Finde ich schon ziemlich cool gemacht, dass man sich das Eisen wirklich verdienen muss. Dass es nicht so leicht gemacht ist. Ich muss, glaube ich, gleich niesen. Es wäre halt schön, wenn ich nur... Gut, ich guck mal, es könnte vielleicht gerade ein bisschen rauschen. Es wäre halt schön, wenn ich eine Option hätte, mein Mikro stumm zu schalten und das Spiel weiterlaufen zu lassen. Das wäre äußerst praktisch. Da könnte ich einfach mal niesen, ohne dass es jemand mitkriegt. Oder so. Ja, so mal Zwischensequenz oder so. Oder so. So, jetzt wollen wir den neuen Mörser gleich mal aus. Alter Schwede, ich hab ihn einfach platt gemacht. Dann rennt einfach flug weg. Zieht sie in ihren Untergang. Der ist ja richtig heavy. Der hat, das hat, da hat sich auf jeden Fall mal was gelohnt zu kaufen. Also der Mörser haut echt volle Kanne rein. So, da hinten haben wir noch das Pulverfass. Gehen wir hier oben, ich glaube, ich schaffe... Ah, nein, natürlich aber auch nicht. Dann gehen wir halt hier hoch. Stopp mich auch nicht. Okay, wait. Okay. Wenn sie kommt, fickt sie in den Tod. Das war's, oh mein Gott, wir haben nichts mehr. Komm her. Das war ein besseres Spiel. Ja, knapp oder das haben wir letztens. Und so mit den anderen Bienen, okay. Wir können uns vielleicht, wir haben noch vorhin den Hai erlebt. Wir können uns wieder ein paar Schlafpfeile machen. Klingt vielleicht auch was. Oder so ein Berserkerpfeil, während unsere Männer noch nicht an Bord sind, wäre vielleicht auch ganz cool. In Kenways Flotte aufnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht sagt es uns einfach gar nicht, ja, gar nicht... dass wir aufhören sollen, weil ja Uplay abgekackt ist. Weiß ich nicht. Ja, das finden wir öfters, Beute, mit denen wir das Schiff aufrüsten können. Eightway, das solltest du aber eigentlich wissen, du bist schon eine Weile dabei. So, jetzt umsegeln wir erstmal das, die Insel hier. Ich orientiere mich gerade mal an der Karte. Ich zeige mir eine Insel vor uns, weil ich sehe gar nichts bei dem Nebel. So, rum das Schiffchen. Du brauchst nicht abschwenken, wir hätten es auch so geschafft. Sag ich mal, ganz zuvorsichtig. So, rum. Den Typen nehmen wir mit. Hallo! Na, wie geht's dir? Da habe ich wieder ein Schiff, was ich nicht sehe. Das ist ein bisschen nervig, der Mädel, aber gut, gehört dazu. Oh. Feuer! Ja! Feuer! Feuerfass gefunden, ich bin sie wieder. Bin doch richtig, oder? Ja, ich muss noch eine Weile hier rum. Und dann passt das schon. Lalala, hier kommt noch eine steile Biegung und dann müssten wir eigentlich gleich einen heftigen Rechtsgang machen müssen.
Und dann sollte man da sein. Also dann sollte man gleich da sein. 6000 Meter, gut, kann man so sehen, wie man möchte. Was haben wir da drüben noch stehen? Okay. Schon aus, das ist so, dass wir den bräuchten. So, da haben wir noch einen, den wir retten können. So cool ist zwar voll, soweit ich es gesehen habe. Ja, so cool ist voll. Aber ist ja auch nicht so wild. Dann rettet man halt einfach, weil wir lieb sind. Hier scheint ich noch eine Quest zu haben, die könnte ich gleich mal mitnehmen. Autsch. Das hat gesessen. Hier scheint ich irgendwie Quest noch nicht erfüllt zu haben. Und das vielleicht am Anfang war, wo ich noch nicht so hinter den Quests her war auf den Inseln. Alles sieht euer genau gegen sie Winter! Andocken! Segel hoch, aufgeilen! Flup, 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 flup. Musst du unerwünschte Aufmerksamkeit loswerden? Nee, nee, muss ich nicht. Ich muss aber hier. Ne? Hallöchen, Freund, was hast du denn für ein lustiges Angebot? Den Sturm überstehen. Belohnung 1200 Real, Schwierigkeit 1. Seid begrüßt, Freiburger, ich wickle zurzeit ein höchst lukratives Geschäft mit einem spanischen Gouverneur ab. Jedoch glaubt seine britische Flotte fälschlicherweise, die in Frage stehenden Waren... Wahrscheinlich Kompetenz zu surfen und so ein Zeug. Ich weiß nicht, warum man da immer so schlecht runterscrollen kann, aber... britische Schiffe ausfindig machen und dann für immer unausfindig machen. So arbeiten wir. Erst machen wir was ausfindig und dann sorgt man dafür, dass es nie wieder ausfindig gemacht werden kann. Musst du verschwinden, Captain? Ich muss verschwinden, ja. Ich muss an Steuer verschwinden. Und ein Schiff muss ebenfalls verschwinden. Darum kümmern wir jetzt mal. Ja, ich mit dem April stoße ich immer nur. Ach gut, das liegt sogar in unserer Richtung. Das gefällt mir. Ich hoffe, ich muss dann nicht extra wieder herkommen. Wenn, dann mache ich das erst später. Nein, ich muss dahinter. Das liegt in unserer Richtung. Na dann haben wir noch Mörser dabei. Oh, hallo. Ich werde überfahren, so tsch. Oh ja, tut mir leid. Wir fahren Bord. Ja, ja, wieso nicht? Oh, was bist du denn? Bam. Feuer! Ja! Außen! Feuer! Bereit zum Feuern, Captain! So, hallöchen! Feuer! Beinahe fertig, Sir! So, bereit zu feiern, Sir! Feuer! Feuer! Ja. So, nächstes Schiff gerammt! Feuer! Bereit zu feiern, nicht Sir! Genau. Feuer! 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 Oh. Was haben wir denn so? Holt den Landratten ein! Auf euren Knochen senken wir auf euren Knochen! Wir haben da einiges, was wir ausfindig machen müssen. Gegnerische Crew töten 15 Mann. Dann nehme ich mal die Kanone. Wenn wir nicht ganz so viel machen müssen. Vielleicht erwische ich ja ein... Springt jetzt, wenn ihr eure Gelder heute retten wollt! Ach Mist. Komm schon, den Typen, den will ich treffen. Den muss ich ja Platz machen. Natürlich das Schiff höher als mein Schiff, deswegen kann ich da nicht ran. Ja. Naja, okay, komm. Nein, nein, nicht. Das ist schade eigentlich, aber naja. So, der Schiff auch. Der stirbt. Hab er sein Schiff platt gemacht. Stopp. Ach, super, also mal. Ja, beide gekillt. Wunderschön, so hatte ich mir das gedacht. Die gegnerischen Crew töten noch ein paar. Komm her, wir auch noch.
direkt in den Tunnel reinwerfen. Der weg. Schön, dass du deinen eigenen Captain abschließt, gefällt mir. So, deck mit dir. So. Ich glaube, wir haben ungefähr 10 von 50 Leuten gekillt oder so. Ich weiß nicht, wenn ihr mithilft. Fällt mir selbst ein bisschen schwer mitzuzählen, während ich da so kämpfe und so ein Zeug. 100 Metall! Ach du meine Güte! Jektor reparieren? Alter Schwede! Uiuiui! Ja! Und damit war es das auch schon für die heutige Folge. Das andere Schiff plündern wir dann in der nächsten Folge und dann geht's auch gleich weiter. Bis dahin, adios und wow, 100 Metall, ich freue mich!